So, einen wunderschönen guten Morgen. Ich befinde mich jetzt in Oberstdorf, ganz genau an der Alpe Eschbach, auf dem Weg zu der Rappenseehütte und morgen dann über den Heilbronner Weg weiter bis zur Kemptnerhütte. Von der Kemptnerhütte wieder dann runter nach Oberstdorf. Ich freue mich unheimlich, die Sonne geht auf, es ist sehr, sehr kalt. Ich bin froh, dass ich meine Jacke dabei habe und freue mich, euch da jetzt mitzunehmen. So, die ersten 35 Minuten bin ich jetzt unterwegs. Es verspricht ein wunderbarer Tag zu werden. Blauer Himmel, die Sonne kommt raus. Ich hoffe, ich kann irgendwann meine Jacke mal ausziehen. Aber noch ist es wirklich sehr, sehr, sehr kalt. Unglaublich. Aber schaut her. Blue Sky. Super. So, jetzt angekommen an der Petersalpe, ungefähr eine Stunde Aufstieg bis hierher. Es geht ein bisschen durch den schattigen Wald. Man läuft zum Teil sogar durch so einen kleinen Bach durch. Also auf jeden Fall wasserfeste oder wasserdichte Schuhe anziehen, weil sonst habt ihr ein bisschen nasse Füße. Ich trinke jetzt mal schnell einen Kaffee und dann geht's weiter. Ich habe mir auch eine Apfelschorle bestellt, weil nämlich auf der Strecke zu der Rappensee Hütte kommen mit dieser Hütte, mit der Peteralm, insgesamt zwei Hütten. Das heißt, ich habe jetzt fast nichts zum Trinken dabei, damit ich das nicht aufschleppen muss auf den Berg. Und unterwegs immer wieder anhalten an den Hütten und was trinken, wichtig. Also, Prost! Schön. So, jetzt brutal gestärkt. Mit einem Apfelschorle und einem Kaffee geht's weiter. Schauen wir mal geschwind. Rappenseehütte. Hier rauf. Super ausgeschildert, muss ich echt sagen. Macht Spaß hier zu laufen. Also, vielleicht ein paar Sachen noch geschwind. Die Herrschaften auf der Peteralm, super nett, super hilfsbereit. Echt zu empfehlen. Geht dahin, passt. Also, jetzt geht's hier nach oben und ich freue mich. So, jetzt angekommen an der Enzianhütte. Schon echt kerniger Aufstieg bis hinauf. Vor allem auch rutschige Steine, muss man ein bisschen aufpassen. Also absolute Trittsicherheit ist schon geboten. Ich trinke jetzt noch mal eine Apfelschorle und dann geht es noch ungefähr 1,5 Stunden zu meinem heutigen Ziel, zur Rappenseehütte. Und dann gibt es auf der Rappenseehütte erstmal lecker, 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 lecker Mittagessen. Aber was will man mehr? Blauer Himmel, keiner unterwegs, fast allein hier an der Hütte. Mega! Da, wie es hier hoch geht. Und jetzt habe ich auch richtig Hunger.
bin jetzt 3 Stunden unterwegs und ich glaube noch 45 Minuten, dann bin ich aber auch durch. So, hier geht's hoch. Leco mio. Aber wie schön ist das hier oben. Eine wunderbare Aussicht. Traumhaft. So, Gott sei Dank habe ich mich geirrt. Nichts für 45 Minuten. Es waren vielleicht noch 10 Minuten. Hier ist sie, Gott sei Dank. Ab zum Mittagessen. So, jetzt angekommen. Servus. Angekommen an der Rappenseehütte. Jetzt gibt es erstmal lecker Mittagessen. Einen großen Suppeneintopf mit verschiedenen Knödeln drin und ich freue mich. Und wenn es richtig gut läuft, noch als Nachtisch einen Kaiserschmarrn. Und dann geht es mal aufs Zimmer, duschen. Und dann mache ich vielleicht noch mal so eine kleine Gipfeltour mit einem kleinen Video. Also, bon appetit! So, und als Nachtisch einen kleinen Kaiserschmarrn. Liebe Grüße, meine Frau. Ich sitze jetzt hier, ich glaube, auf einem der höchsten Rastplätze, wo ich jemals gesessen bin. Also eine schöne Holzbank mit einer noch schöneren Aussicht. Ich bin jetzt bei der Rappenseehütte, wie gesagt, angekommen. Habt ihr ja gesehen, ich habe ja schon lecker Suppe gegessen und Kaiserschmarrn. Traumhaftes Wetter, was will man sagen. Schöner geht es gar nicht. Und ich beziehe jetzt gleich mein Zimmer. Und dann versuche ich mal heute Abend noch vielleicht hoffentlich bei diesen tollen Panorama den Sonnenuntergang einzufangen. Wäre echt schön. Also, dann bis später. So, jetzt mal noch mal ein kleines Statement zum heutigen Tag. Einfach wunderschön. Wie ihr alles seht, hier unten, ich greife mal schon um, hier ist die Rappenseehütte. Echt super, echt lecker essen. Ich habe mir beim Abendessen überlegt, ob ich mir da irgendwie vielleicht noch irgendwie eine Suppe davor bestellen soll, aber Portionen sind so groß, braucht man nicht. Kann es nur empfehlen, echt schön. Und schwenken wir mal rum. Ich versuche jetzt noch einmal die Abendstimmung hier einzufangen mit dieser tollen Aussicht. Die Sonne müsste jetzt in circa einer Stunde dann untergehen. Und ich hoffe auf schöne Bilder und einen wunderschönen Sonnenuntergang vor dieser Kulisse. Einfach einmalig. Ja, ein Traum. Also, bis hoffentlich gleich zum Sonnenuntergang. Da hinten geht die Sonne unter. Ob es einen richtigen Sonnenuntergang gibt, das weiß ich jetzt natürlich auch noch nicht. Ich bleibe aber da. Wenn es einen gibt, dann zeige ich euch den natürlich. Ansonsten wunderschön. Bis morgen. Gute Nacht. So, einen wunderschönen guten Morgen. Wie ihr seht, geht gerade die Sonne auf. Wunderschöne Kulisse, einfach toll. Jetzt geht es heute auf eine sehr anstrengende Etappe. Die machen die anderen normalerweise in 2 Tagen. Ich muss die heute in 1 Tag machen, weil ich morgen wieder im Geschäft sein muss. Werd man schon hinkriegen. Ich nehme euch mit, wie gesagt. Hier nochmal der Blick auf die Rappenseehütte. Wunderschön. Und hier geht es jetzt entlang und
den Berg steil hinauf. Juhu. Bis später. So, hier steht, hier, Kemptner Hütte über den Heilbronner Weg, 6 Stunden. Schauen wir mal. Und hier, was ich mal sehen kann, hier geht es jetzt so nach oben. Und dann wird es oben richtig, wie gesagt, richtig steil. Aber okay, bis nachher. So, jetzt so ja, eine Stunde gelaufen. Jetzt geht's hier im Zickzack den Berg hoch. Puh, sehr anspruchsvoll. Hier geht's echt richtig rauf. Hier geht's jetzt rauf. Also es ist schon fast schon richtig klettern. Also trittfest, gutes Schuhwerk, unerlässlich. So, hier angekommen am Heilbronner Törle. Da geht's durch. Mal gucken. Ihr habt es schon gesehen, ich passe gerade noch durch. Und ja, aber was für eine phänomenale Aussicht. Einfach toll hier. So, jetzt angekommen hier oben auf dem Grat. Ich komme von irgendwo ganz da hinten unten und muss aufpassen, dass ich nicht hinfahre. Hier ist nicht so. Und schaut mal die Aussicht an. Ist das nicht schön? Einfach traumhaft. So. Und hier geht es jetzt weiter.
Jetzt zwar knappe 2,5 Stunden unterwegs. Hier das Schild Kemptner Hütte, 3,5 Stunden. Okay. Juhu. Also was man echt sagen muss, sagen wir mal so, für nicht geübte, nicht trainierte, echt schwer. Mal, zum Beispiel hier geht es so rauf und oben rüber. Also das sollte man schon mal vorher im Fitnessstudio gewesen sein, finde ich. Also mit Wandern hat es nichts mehr zu tun. Es ist definitiv Bergsteigen. So, jetzt weiß ich auch nicht, soll ich den Weg oder den oberen Weg gehen? Ich entscheide mich für den oberen. So, das ist hier definitiv eine sehr rutschige Angelegenheit. Man muss ja höllisch aufpassen, dass man da nicht abrutscht und dann nachher ganz da unten landet. Also höchste Konzentration. Oh Mann, hey. Jetzt hat es mir wieder klar. Rutschig, direkt mal hingelegt. Popo nass, aber ja. Wir werden kein richtiger Bergsteiger, da wird man schütteln oder schütteln wir uns richtig einmal und dann geht's weiter. Ja. Aber es war jetzt schon auch echt tricky und jetzt geht's hier rauf. So, hoppla, jetzt war ich zwar langsam, aber auch, ich habe Hunger und jetzt geht es hier noch an dem ganzen Berg entlang und dann hoffe ich, dass die Kemptner Hütte auftaucht und ich habe Durst und Hunger. Ich bin fix und alle. Hier unten ist die Kemptner Hütte. Boah, ich bin so froh, das hat sich jetzt so hingezogen. Ich bin jetzt fast 6 Stunden unterwegs, bis ich unten bin. Das sind so wahrscheinlich 6 Stunden, 10 Minuten.
bin durch. Durst, Essen, ausruhen und dann die letzten 2,5 Stunden absteigen, ganz in Ruhe. So, jetzt ist die Kemptnerhütte in Sichtweite, beziehungsweise nicht in Sichtweite. Ich bin so platt, ey. Also Freunde des Bergsports, anstrengende Tour, nichts für Anfänger, muss man ganz klar sagen. Und hier, lecker. Ich finde schon gar nicht mehr auf der Kamera, egal. Also, fertig. Hallo. Servus, was will dir was sein? Ich hätte gerne eine Apfelschorle. Ja. Und ein Cola Light, groß. Wir haben leider kein Cola Light. Zero? Haben wir auch nicht. Dann bleiben wir am Apfelschorle. Ja. Übernachtest du hier? Nein. Nein. Tipp vom Haus, Rinderbraten, super, kann man empfehlen. Haben wir drauf gefreut, lecker. Apfelschorle Nummer 2 und so kann es weitergehen. So, frisch gestärkt und guter Dinge. Mir tut zwar alles weh, aber jetzt müssen wir hier Spielmannsau 2 Stunden. 17.10 Uhr kommt der Bus und ich hoffe, ich bekomme den, aber bin gut in der Zeit. Also, los geht's. Ich habe jetzt die Stöcke raus, weil die Strecke kenne ich schon, die ist mit Stöcken einfach besser zu laufen. Da oben finde ich es nicht so gut, aber hier runter Stöcke top. So, jetzt wird angekommen in Oberstdorf beim schönsten Wetter natürlich. Also Wetter habe ich natürlich mehr als Glück gehabt. Schöner kann man es gar nicht haben. Es war nochmal ein anstrengender Abstieg jetzt von der Kemptnerhütte nach Spielmannsau. Dann kam aber auch schon gleich der Bus. Also mit Filmen war da nicht mehr viel. Fazit. Sehr anstrengende, sehr anspruchsvolle Tour. Muss man auf jeden Fall vorher mal trainiert haben. Oder auch sogar mal einen Klettersteig geübt haben. Und dann macht es aber riesen Spaß. Aber du brauchst echt Condition. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen da, abonniert meinen Kanal und, das habe ich vergessen, Kommentar. Also, bis dann. Ciao.